Hallo liebe Fußballfreunde, willkommen auf Fußball for Fans. Ja, heute zeige ich euch die 10 schnellsten Spieler der aktuellen Bundesliga-Saison der zweiten Liga 2023-24. Wer ist der schnellste Spieler? Kommen wir auf Platz 10. Ja, Dennis Jastrzymski vom Fortuna Düsseldorf mit einer Geschwindigkeit von 35,93 km/h. So, auf Platz 8 haben wir Kenny Prinz Redondo vom 1. FC Kaiserslautern mit einer Geschwindigkeit von 35,97 km/h. So, dann kommen wir auf Platz 8, den zweiten Brian Lasme vom FC Schalke 04 mit einer Geschwindigkeit von 35,97. So, liebe Fußballfreunde, dann kommen wir jetzt auf Platz 6. Auf Platz 6 haben wir Aaron Opoku vom 1. FC Kaiserslautern mit einer Geschwindigkeit von 36,02 km/h. Auf Platz 6 ebenfalls Noel Niemann von VfL Osnabrück mit einer Geschwindigkeit von 36,02 km/h. So, dann sind wir jetzt auf Platz 4. Marvin Rittmüller von Braunschweig mit einer Geschwindigkeit von 36,13 km/h. So, ebenfalls auf Platz 4 der schnellsten Spieler der zweiten Liga, Sirlot Conte vom SC Paderborn mit einer Geschwindigkeit von 36,13 km/h. So, liebe Fußballfreunde, jetzt kommen wir zu den Top 3 der schnellsten Zweitligaspieler. Auf Platz 3, Martin Winkler von Hertha BSC mit einer Geschwindigkeit von 36,17 km/h. So, dann kommen wir auf Platz 2. Auf Platz 2, Christian Conte vom VfL Osnabrück mit einer Geschwindigkeit von 36,22 km in der Stunde. Dann kommen wir jetzt zum aktuell schnellsten Zweitligaspieler, Maxwell Giamfi vom VfL Osnabrück mit einer Höchstgeschwindigkeit von 36,58 km/h, liebe Fußballfreunde. Ja, liebe Fußballfreunde, das waren die 10 aktuell schnellsten Spieler der zweiten Bundesliga 2023-24. Ich danke euch für ein Like und für ein Abo für Fußball for Fans. Verpasst auch meine anderen Fußballvideos nicht. Bis dann, viel Spaß noch. Tschüss.